Herr Drosten, die Frage wiederum an den Virologen, wie lange wird es dauern, ein echtes Medikament, einen echten Impfstoff zu finden? Weil noch, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, können wir in Anführungsstrichen nicht mehr als Symptome bekämpfen. Ja, das ist richtig. Also es ist tatsächlich so, dass man befürchten muss, dass der Impfstoff zu spät kommt für eine Pandemie, die uns bevorsteht. Wir können eigentlich damit rechnen, dass wir einen zugelassenen Impfstoff nächsten Sommer haben. Nicht in diesem Jahr, sondern im Sommer danach. Mhm. Und es ist schon die Frage, welche Abkürzungen man in den klinischen Studien noch gehen kann, was da möglich ist. Genau, das sind ja, Entscheidungsprozesse, die jetzt ganz dringend noch mal angeschaut werden müssen. Aber bestimmte Dinge lassen sich nicht beschleunigen. Mhm. Und die Vorstellung, dass jetzt das fieberhafte Forschen im Labor eigentlich das Zeithindernis ist, die ist vollkommen falsch. Mhm. Die Biotech-Industrie und auch die akademische Forschung sind inzwischen extrem schnell, was Impfstoffentwicklung angeht. Mhm. Das, was Zeit kostet, ist die Zulassung, die klinische Studierung und die regulative Seite daran. Mhm. Und da lassen sich Dinge zum Teil nicht beschleunigen, weil man einfach zum Teil darauf warten muss, dass Patienten gefunden werden und in eine Studienkohorte eingeschlossen werden. Mhm. Und da kann man machen, was man will. Und man kommt dann eben am Ende doch immer zu dem Schluss bei diesen Überlegungen, das Allerwichtigste, die allerbeste Chance, das Ganze zu beeinflussen, haben wir jetzt im Moment. Wir haben jetzt im Moment eine Situation, wo wir, also jetzt mal ganz bildlich gesprochen, wo wir hier in einem Spielfeld stehen und da fliegen manchmal so Funken rein und da können wir jeweils immer noch drauf treten. Und das machen die Behörden mit aller Energie im Moment. Und irgendwann lodert aber überall ein kleines Flämmchen und dann kann man nichts mehr machen. Und wenn man keinen Feuerlöscher hat. Ja. Darum, wir müssen unbedingt diese Phase jetzt im Moment nutzen zum Verzögern. Die Behördenstrategien sind an der Stelle genau richtig. Und auch da muss man dann wieder eben sich nicht aufregen, sondern auch noch ein zweites Mal drüber nachdenken, wenn man sagt, da wird es so gemacht, warum wird das jetzt da anders gemacht? Das sind immer auch die örtlichen Verhältnisse und Verhältnismäßigkeiten. Also Sie können in einer Kleinstadt etwas machen, das einen Effekt hat. Das können Sie in einer Großstadt vergessen. Ja, ne? So, und jetzt kommen wir zu dem, was die Behörden tun können. Und trotzdem noch mal die Frage, nur damit ich es nicht vergesse. Also antivirale Medikamente beispielsweise, diese HIV-Präparate. Ist es klug oder ist es nicht sinnvoll, mit solchen Medikamenten erstmal zu versuchen, nicht nur Symptome zu lindern, sondern das Virus zu bekämpfen? Was man da eigentlich sieht, sind zum Teil auch hilflose Aktionen von Klinikern im Zentrum des Geschehens in China, die alles versuchen, was man irgendwie versuchen kann und die in die Literatur dann zum Teil schauen und so Dinge entdecken wie bestimmte HIV-Medikamente, die Protease-Inhibitoren sind. Und dann denkt man, ah, das Virus hat doch auch eine Protease. Das passt aber nicht wirklich. Ja. Okay. Da muss man auch, das ist mir ganz wichtig, das sind Medikamente, die nehmen Sie nicht mal einfach so. Das überlegt sich ein Arzt sehr genau, ob er das an Patienten wie verschreibt. Die haben teilweise gerade HIV-Medikamente riesen Entwicklungsschritte durchgemacht, muss man wirklich sagen, also tolle Entwicklung. Trotzdem haben die teilweise gravierende Nebenwirkungen. Okay. Und das ist etwas, was man nicht einfach dann eben so verteilt, nur weil es dann auch die Politik oder der Goodwill der Menschen haben will, dass man sagt, jetzt ich glänze jetzt, indem ich hier sozusagen sage, ich habe die Lösung. Das hat in der Geschichte eben auch schon ab und zu dazu geführt, dass etwas ganz nach hinten losgegangen ist. Ich meine, deshalb hat die WHO ja auch gesagt, dass man Regelungen finden muss, wie diese Studien durchgeführt werden. Also man hat gesagt, ich schaue mir jetzt die Datenbank in China zum Beispiel an. Vor ein paar Wochen waren es 80 Studien, die irgendwie schon durchgeführt worden sind, zum Beispiel mit Malaria-Medikamenten, mit HIV-Medikamenten. Und dass man dann eben sagt, okay, es kann jetzt nicht einfach jeder drauf losforschen, dann haben wir auch gar keine Vergleichbarkeit. Also wenn wir am Ende wirklich wissen wollen, was wirkt, dann brauchen wir irgendwie auch eine Guideline, an der sich jeder, bestenfalls jeder Forscher weltweit orientieren kann. Weil das ist ja schon der Vorteil eigentlich an der Globalisierung, dass
diese Forscher alle untereinander momentan vernetzt kommunizieren sind. Und vernetzt so. Sind. Und dass auch aus China jeder weiß, was Herr Drosten zu leisten vermag. Und dass wir aus SARS gelernt haben, genau. Spätestens dann. Frau Reimann, wir kommen zu der Frage, was kann der Staat, was können die Behörden tun? Wir haben alle mit so einer Mischung aus Bewunderung und Entsetzen nach China geschaut, da 18 Millionen in Quarantäne zu stellen. Das möchte man sich nicht vorstellen und kann es sich auch nicht vorstellen für eine Stadt wie Kiel oder Berlin oder Hamburg. Was hilft es, wenn jetzt tatsächlich in Nordrhein-Westfalen einzelne Gemeinden in Quarantäne gehen? Das kann helfen, aber Ziel muss erst mal sein, in Nordrhein-Westfalen ist es über diesen Punkt hinaus, aber wenn es gelingt, wie in Baden-Württemberg, einzelne Fälle zu isolieren und auch das Umfeld zu isolieren, ist das natürlich immer besser. Mhm. Wenn das nicht gelingt, ist ja der zweite Schritt zu versuchen, den Verlauf zu verlangsamen. Mhm. Und das ist jetzt das, was versucht wird. Das kann man mit kleineren Städten vielleicht machen, aber das muss sehr gut abgewogen werden. Das muss immer ja auch geeignet sein und verhältnismäßig. Und verhältnismäßig sein, das wäre meine nächste Frage. Wozu können Behörden den Menschen auch zwingen und wer trifft diese Entscheidung? Das Infektionsschutzgesetz gibt uns wirklich sehr, sehr breite Möglichkeiten. Wir können Einzelne zum Beispiel in häusliche Quarantäne stellen. Und das ist auch dann verpflichtend und sehr verbindlich. Und man kann natürlich bis hin zu Abriegelungen auch Dinge vornehmen. Aber es muss immer in einer Verhältnismäßigkeit sein. Und wer dann jetzt in häuslicher Quarantäne ist oder sich auch selbst in diese Quarantäne begibt, wer versorgt den? Wer geht für den einkaufen? Das ist aber eine Dinge, die gut gelöst sind. Es gibt Bringdienste, all das geht in relativ leichter Zeit zu organisieren. Das ist nicht das wirkliche Problem. Aber man muss immer gucken, ob es wirklich für die entsprechende Situation auch passend ist und angemessen. Frau Schadwinkel, noch mal die Frage. In einer aufgeklärten freien Gesellschaft wie unserer, setzt man da in allererster Linie auf die Selbstverantwortung des Bürgers? Also ich finde, momentan tut man schon genau das. Also man appelliert eigentlich seit Wochen an den gesunden Menschenverstand, um mal Herrn Spahn zu zitieren, und sagt halt so was wie, was jetzt hier schon mal mehrfach gefallen ist, dass man sich die Hände waschen soll, dass man in die Ellbogen gehen soll. Dass wir uns die Hände waschen sollen? Ja, genau, aber eigentlich hätte man es auch vorher schon wissen sollen, ehrlich gesagt. Und trotzdem gibt es extrem viele Menschen, die jedes Jahr an der Grippe erkranken oder sich erkälten und eben, auch wenn sie sich nicht gut fühlen, zur Arbeit gehen und andere Leute anstecken. So, das findet Arbeit ist das eine, statt. Karneval ist ja zum Beispiel das andere. Also wo man ja wirklich sagen muss, und wir saßen ja hier vor 4 Wochen und das Wort Gelassenheit ist gefallen, es haben alle ganz gelassen Karneval gefeiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das zuträglich war, um jetzt die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Was passiert wäre, wenn der Karneval abgesagt worden. So, aber der ist halt vielen Menschen heilig. Dann ist man halt mal der Buhmann. Aber wenn ich natürlich nach Gefälligkeit argumentiere und schaue und sage, ja, wir wollen auch nicht zu großen Schaden anrichten, der emotionale Schaden wäre immens gewesen. Das ist wie in Italien, wo Fußballspiele abgesagt werden. Das löst in vielen Menschen sehr viel aus. Aber es ist ja nun wirklich die Frage, hätte man das nicht auch mal einfach, weil man besonnen ist, damals schon mal sagen können. Und man appelliert natürlich an die Menschen und sagt, passt mal auf. Komischerweise waren die Hallen bei Karneval voll. Die Gefahr, das ist ja auch die Frage, und da ist auch Wissenschaft und alles Mögliche, alles gut und schön. Es ist ja am Ende die Frage, was macht denn der einzelne Mensch? Wann hat er die Angst, wann hat er die Sorge, dass er was macht? Deswegen ist ja auch eine der Theorien, dass Männer häufiger betroffen sind, auch von viralen Erkrankungen, weil sie eben Risiken Sorglose anders einschätzen. Sind. Ja, so. Und da ist halt tatsächlich einfach das Problem, was kann ich machen? Und da ist wirklich so, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was kann ich den Menschen erklären? Das machen wir mit Patienten ja genauso in der Klinik. Dass der Mensch sagt, okay, mache ich. Ich bin überzeugt, ich mache es. Und da ist zu wenig Information gelaufen bisher, viel zu wenig. Da ist auch zu wenig unterstützt worden. Das kommt ja jetzt, dass die Unternehmen sagen, also man sagt den Unternehmen, wir unterstützen euch, dass die Leute eben vielleicht von zu Hause arbeiten können, Lohnfortzahlung sind. Das ist eine interessante Frage, das wollen auch viele Zuschauer wissen, Frau Schadwinkel. Wenn ein Arbeitnehmer jetzt wochenlang zu Hause bleibt, von wem bekommt er den Krankenschein? Zahlt der Arbeitgeber weiter das Gehalt? Ist das alles geregelt? Also das Infektionsschutzgesetz greift hier wieder. Mhm. Und es ist, kann auch der Verdachtsfall zu Hause bleiben? Also der kriegt dann auch einen Krankenschein, obwohl er eigentlich nicht krank ist? Ja, und das Gehalt wird weitergezahlt für 6 Wochen zumindest erstmal. Und danach ist es dann ein geringerer Anteil, das stimmt. Aber
zumindest 6 Wochen lang werden abgewimmelt. Genau. Krankheitsfall. Und es gibt auch wirklich eine, nach dem Infektionsschutzgesetz eine Zahlung, dann, die geleistet wird. Das die geleistet sagen Sie mal dem selbstständigen Handwerker, der 8 Mitarbeiter hat. Der kann nicht für 6 Wochen 8 Männer nach Hause schicken. Das ist immer alles gut und schön. Viele wissen auch gar nicht, dass es das so gibt. Also ich will hier nicht der Klugscheißer sein, aber es ist tatsächlich so, dass die Sachen einfach nicht bei den Menschen ankommen. Sie werden irgendwie lauwarm kommuniziert und auch gerade von oben. Und da bin ich auch gerne der Böse. Die Situation ist, dann wird die Krankenkasse, bei der seine Mitarbeiter versichert sind, das schon auch wissen, jetzt zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, da mache ich mir nicht solche Sorgen. Ja, aber wir bleiben beim Handwerker. Mein Cousin ist Handwerker, Fliesenleger, der hat 8 Mann. So, jetzt kommen die 6, davon kommt die Hälfte, 6 Wochen nicht, die Aufträge brechen weg. Da fangen wir jetzt natürlich an. Da muss man jetzt natürlich auch drüber nachdenken, aber das ist schon ein bisschen spät. Also mehr sage ich ja gar nicht, man hätte es Ticken früher verändert. Jetzt hat Herr Stoiber gesagt, wir sind, Herr Drosten, bei der nächsten Frage. Ist es nach wie vor sinnvoll, Reisenden, Fluggästen, diese Fragebögen ausfüllen zu lassen und auch abzuspeichern, wer im Zug und im Flug an welcher Stelle saß, um es nachträglich überprüfen zu können? Oder würden Sie sagen, wir bräuchten tatsächlich Einreisekontrollen? Nein, also Einreisekontrollen brauchen wir sicher nicht. Auch das fragen Es geht hier jetzt darum, immer noch Kontaktnachverfolgung zu machen, ja, Kontakttracing. Und dafür braucht man solche Informationen. Man wird aber ein Kontakttracing im Verhältnis in der nächsten Zukunft stärker im eigenen Land haben als in Anbindung an eine Reisegeschichte. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, dass neue Fälle und kleine Fallgruppen wie die Pilze aus dem Boden schießen werden in Deutschland. Mhm. Und wir werden dann ganz automatisch immer weniger ins Ausland schauen, was da für Missgeschicke laufen und was da alles Böses zu uns kommen kann. Mhm. Wir werden sicherlich mit eins der Länder in Europa sein mit den höchsten Fallzahlen, weil unsere Bevölkerung sehr reisefreudig ist. Und auch da wieder jedes mit dem Finger zeigen auf Behörden, auf Politiker und auf wen sonst, ist zwar irgendwie so ein bisschen in unserer Kultur, aber ist Energieverschwendung. Also wir haben sind es ja hier noch Fragen. Man will es ja verstehen und man will selber auch eine Risikoeinschätzung machen. Also bis vor 2 Wochen war man noch besonders vorsichtig, wenn man nicht nach China reiste. Ist man heute entsprechend vorsichtig, wenn man nicht nach Italien, nicht nach Frankreich, nicht nach Kroatien reist? Fragezeichen, Herr Reinhardt? Ich glaube, nein, weil ich sagen würde, dass das, was Herr Drosten gerade gesagt hat, längst Tatsache ist und das wird sich daran nicht messen lassen, sondern es wird sich daran messen, dass wir selbstbewusst oder dass wir aufmerksam mit umgehen und in dem kleinen Teil versuchen, hier vor Ort das einzudämmen, einzugrenzen, was wir tun können. So, aber wenn jetzt die Türkei beispielsweise die Grenze zum Iran absperrt und hier nach Deutschland immer noch Flugzeuge aus dem Iran kommen, ohne dass wir die Menschen sofort alle am Flughafen kontrollieren, ist das klug oder ist es nicht klug? Ich glaube, ich bin ein bisschen anderer Auffassung, was die Einreisetestung angeht, dass man vielleicht bei denen, die einreisen aus Regionen, in denen die Pandemie sich schon weiter ausgebreitet hat, vielleicht durchaus Sinn machen könnte. So, also Alexander Kekulé, der Virologe, fordert tatsächlich auch das, dass wir ähnlich wie die US-Amerikaner eigentlich bei jeder Einreise ins Land kontrollieren müssten. Da sagen Sie auch, das geht Ihnen zu weit? Wir werden einfach zahlenmäßig in allernächster Zeit sehen, dass die Übertragungen im eigenen Land, die Einschleppungen deutlich überwiegen werden und dass es sich einfach nicht lohnt, da sein Geld und seine Energie zu investieren. Und wir müssen eben wirklich diese Investitionsfrage in allen Sparten stellen. Mhm. Es ist hier nicht so, dass irgendjemand versäumt hat, ganz viele Stellen in Vorbereitung auf die Pandemie zu schaffen. Eine Pandemie ist eine zeitweise auftretende Ausnahmesituation, in der alle zusammenarbeiten und improvisieren müssen. Das geht nicht ohne Improvisation. Und zur Improvisation gehört eben das sinnvolle Investieren der wenigen Kräfte, die man einfach hat. Und das Verzögern, das zeitliche Verzögern und auch vor allem eine gewisse Bewusstheit, die sich in Deutschland noch nicht eingestellt hat. Wir haben was ganz Interessantes vorgestern gehört von den amerikanischen CDC, Centers for Disease Control, also die oberste Seuchenkontrollbehörde dort, ist letztlich das amerikanische Robert-Koch-Institut. Da hat eine sehr hochrangige Abteilungsleiterin offiziell gesagt, wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ihrer Aussage war, wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe in der Erwartung, dass es schlimm werden wird. Mhm. Und das ist etwas, das wir hier in Deutschland genauso sagen können. Wir haben hier dieselben Strukturen. Mithilfe und es kann schlimm werden.
es wird schlimm werden. Und wir werden alle auf eine gewisse Art und Weise gemeinsam hieran improvisieren müssen. Herr Dr. Wimmer, im Anschluss werden, also ob jetzt Behörden überreagiert haben oder richtig reagiert haben oder zu wenig reagiert haben, wird man das eigentlich erst immer nach einer solchen Epidemie oder Pandemie sagen ja, können? Also wir haben ja keine seherischen Fähigkeiten. Also ich glaube, da weiß nicht, ob mir da irgendwer widerspricht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Natürlich muss ich im Nachhinein, muss ich auch schauen, was ist gut gelaufen und was nicht. Und wir sind ein Land, das hat viele Ressourcen. Wir haben die richtige Mentalität bei den Menschen. Es wird gemeinsam angepackt. Also wir sind auf dem richtigen und guten Weg. Aber, das habe ich ja eingangs auch gesagt, man hätte vielleicht schon ein bisschen vorher sagen müssen, zieht euch warm an, das wird ungemütlich. Mhm. Und wie ungemütlich, das muss man dann halt mal schauen. Aber glauben Sie wirklich, Entschuldigung, wenn ich auch mal eine Frage stellen mag, dass wenn man jetzt den Karneval abgesagt hätte, dass das, klar, das nimmt Freude, aber sorgt es nicht auch für extreme Angst und übertriebene Panik? Ja. Also das, finde ich, ist das die Verhältnismäßigkeit, die da die, zählt. Die und in dem Moment, ist, ja. in dem Zustand, in dem Deutschland war, und wenn wir sagen, wir schauen auf uns, dann würde ich sagen, diese Verhältnismäßigkeit war eben noch nicht gegeben. Das ist immer die Frage, muss man schauen. Aber das wird, werden auch die Zahlen zeigen. Aber wir haben jetzt die ersten, wir haben noch gar nicht so viele Infizierte. Und genau. da ist Karneval ein Kernthema. Und da kann man nicht sagen, das hätten wir besser nicht abgesagt. Also ich bin da lieber vorsichtig als nachsichtig. Das liegt vielleicht auch in der Natur eines Mediziners. So, und dann die Frage noch mal als allerletztes, Herr Drosten. Wenn wir jetzt über Großveranstaltungen nachdenken, nicht nur Fußball, morgen wird entschieden, ob die ITB hier in Berlin die Tourismusbörse abgesagt wird. Da sagen Sie, das ist richtig und angemessen? Oder bleibt es in der Balance, das von Fall zu Fall zu entscheiden? Man muss das immer von Fall zu Fall entscheiden. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir natürlich den öffentlichen Gesundheitsdienst bis in die Verästelungen der Kommunen hinein haben. Weil die einfach die Situation vor Ort am besten kennen. Und besser einschätzen können. Gut. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken in diese Runde und gebe sofort live und in Farbe zu Markus Lanz weiter, der heute unter anderem Katja Kipping zu Gast hat. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag wieder, 22:15 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, bis zum nächsten Mal.